Wer viel grünen Tee trinkt, der soll ja auch Gutes für seinen Körper tun. Grüner Tee enthält viel Vitamin C, was gut für Knochen, Zähne und Blut ist. Man soll auch weniger anfällig gegenüber Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Und es ist erstaunlich, wie schnell der grüne Tee dank dieser Erkenntnisse in den letzten Jahren unsere Getränkekarten erobert hat. Kannte man ja bisher nur in den asiatischen Ländern. Und jetzt hat man sogar einen Wirkstoff im grünen Tee gefunden, der gegen Alzheimer und Parkinson helfen soll. Teeernte in China. Knospen und junge Blätter erhitzt man nur kurz und lässt sie dann an der Luft trocknen. Weil er nicht fermentiert wie der schwarze, bleiben im grünen Tee fast alle pflanzlichen Wirkstoffe erhalten. Eine der Substanzen darin soll Eiweißablagerungen im Körper bekämpfen können. Genau diese Effekte erforschen Wissenschaftler des Max-Delbrück-Zentrums für molekulare Medizin in Berlin. Jan Bieschke untersucht hier Eiweiße, die sich fehlgefaltet haben. Diese Proteine sind verantwortlich für gesundheitsgefährdende Ablagerungen im Körper. Der Kern der Geschichte ist, dass dieser Fehlfaltungsprozess immer gleich läuft, egal welches Protein. Jede Krankheit hat ein eigenes Protein. Aber der Prozess der Fehlfaltung ist eigentlich bei all diesen Proteinen, bei all diesen Krankheiten sehr ähnlich. Und je nachdem, wo er von sich geht, dort werden dann die Zellen absterben. Und wenn das wie beim Alzheimer in den fürs Denken zuständigen Arealen unseres Gehirns ist, dann ist natürlich der Effekt wie bei der Alzheimerschen Erkrankung eine Demenz. Wenn es sich woanders ablagert, dann kann es etwas völlig anderes sein, wie Herzschwäche oder Nierenversagen oder ähnliches. Mehrere fehlgefaltete Proteine lagern sich zusammen, bilden sogenannte Fibrillen und noch größere Ablagerungen wie die bei Alzheimer bekannten Plaques. Im Fokus der Forschung sind allerdings die kleineren Zwischenstufen. In den letzten Jahren hat sich die Auffassung durchgesetzt, auf Basis von einer ganzen Anzahl unterschiedlicher Daten, dass es vielleicht gerade diese Zwischenstufen sind, die besonders giftig sind. Das kann man sich auch leicht plastisch vorstellen. Ein sehr großes Aggregat kann sicherlich in der Zelle sich nicht mehr bewegen und liegt da vielleicht einfach nur, wohingegen die kleinen Zwischenstufen noch mobil sind und eventuell dadurch sehr viel mehr Schaden anrichten können. Jan Bieschke beobachtet jetzt eine vielversprechende Substanz, die die Fehlfaltungen bekämpft. Vor einigen Jahren fand sein Chef Felix Wanker die Substanz im grünen Tee. Er ermunterte Jan Bieschke zu den Forschungen mit ersten verblüffenden Ergebnissen. Dieser Stoff, den wir gefunden haben, das ist ein Bitterstoff aus dem grünen Tee mit dem etwas komplizierten Namen Epigallicorticingalat, abgekürzt EGCG, weil wir uns das selber auch nicht so gut merken können. Und dieser Stoff verhindert jetzt die Fehlfaltung von den Eiweißen in giftige Formen, indem er sich an das ungefaltete Eiweiß bindet und es in eine harmlose Struktur bringt. Und heraus kommen dabei ungiftige Kügelchen. Nun untersucht Jan Bieschke an Zellkulturen, wie hoch die Konzentration von EGCG sein muss, um die schädlichen Fehlfaltungen zu verhindern. Anscheinend kann der Wirkstoff des grünen Tees nicht nur die Zwischenstufen, sondern auch die großen Ablagerungen bekämpfen. Im Herzen etwa. Mediziner der Uniklinik Heidelberg verfolgen diese Frage. Sie vergleichen hier ein gesundes mit einem Patientenherzen. Eines mit einer sogenannten Amyloidose, einer Erkrankung durch Eiweißablagerungen. Man sieht also, dass diese Herzen durch die Eiweißablagerung jede Kraftentwicklung verloren haben, deutlich verloren haben. Und es geht dann so weit, dass die Herzen sich gar nicht mehr bewegen können, weil die komplett von Eiweiß ausgemauert sind, quasi. Und auch wenn man diese Herzen dann bei der Herztransplantation explantiert, bleiben die einfach stehen. Die fallen nicht zusammen wie ein normales Herz, sondern die sind so hart und steif, dass da gar keine Bewegung mehr möglich ist. Eine Transplantation will Anita Buschmann vermeiden. Sie trinkt grünen Tee und nimmt Kapseln mit Grünteeextrakt nach genauen Vorgaben. Sie leidet an einer Eiweißablagerung und ist eine von 20 Amyloidose-Patienten einer klinischen Studie von Arndt Christen. In dieser klinischen Studie behandeln wir nun eine spezielle Form der Amyloidose, die erblich bedingt ist, für die es zurzeit keine Therapiemöglichkeiten gibt, das Eiweiß wieder, was sich bereits im Körper abgelagert hat, wieder aufzulösen.
und wir nun mit dem grünen Tee erstmals eine Möglichkeit haben, dieses Eiweiß aufzulösen, möglicherweise aufzulösen. Zwischenstand nach einem halben Jahr täglich grünem Tee. Die Untersuchungen zeigen, die Krankheit hat sich stabilisiert, wobei sie sich eigentlich kontinuierlich hätte verschlechtern müssen. Wenn man jetzt die Bilder sich so ansieht und mit dem Vorbefund vergleicht in Schriftform, dann scheint es schon so, dass die Herzwand etwas dünner ist. Ich muss es natürlich nachher noch mal am Bildschirm genau vergleichen, mit den Vorbildern direkt abgleichen. Kontrolle. Welche Menge an EG/CG im Körper der Patientin bewirkt diesen positiven Trend? Anita Buschmann weiß aber schon jetzt. Sie macht weiter. Also ich muss sagen, in einem halben Jahr hat sich einiges schon gebessert. Ja, es ist zwar nicht jetzt himmelhochjauchzend, aber es hat sich einiges gezeigt durch eben diesen Tee und diese Kapseln. Und deshalb erhoffe ich mir auch einiges davon. Vielleicht finden Arndt Christen aus Heidelberg und der Berliner Jan Bieschke mit dem EG/CG eine Antwort auf viele Erkrankungen. Doch warnen sie vor allzu früher Begeisterung. Denn bislang stützen sich die Erfolge auf nur wenige Fälle. Bei Patienten mit einer Blutzellerkrankung haben wir auch einige Patienten gesehen, bei denen die Herzwanddicke durch den Genuss von grünem Tee abgenommen hat und die Herzleistung sich verbessert hat. Allerdings sind diese Daten noch etwas unsicher und müssen noch in größeren Patientenzahlen genauer untersucht werden. Die Forschung am EG/CG beginnt gerade erst. Aber wahrscheinlich ist etwas dran an der Wirkung. Denn zumindest die Forscher in Berlin und Heidelberg steigen nun häufiger um von Kaffee auf grünen Tee.